Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Case Opening. Ich bin euer Stormtrooper. Ja, ihr seht schon, 40 Cases, 40 Keys am Start, Chroma 2, die werden wir jetzt zusammen aufmachen. Ihr seht schon, wie in üblicher Gestaltung bzw. das letzte Mal werde ich die schnell aufmachen. Und zwar hatte ich da Glück und habe das Knife gezogen, das Bayonett Doppler. Und da schauen wir mal, ob das wieder klappt. Und dazu werden wir jetzt gleich ein bisschen Gas geben. Aber erst können wir ruhig mal ein bisschen langsam aufmachen. Und da haben wir eine MP7 Armor Core. Naja, das passt. Und wir schauen jetzt mal weiter, was hier geht. Da ist die Hyper Beast vorbeigeflutscht. Schade, wir bekommen nur eine MP7. Ne, 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 etwas. So, jetzt das Ganze schneller. AK-47 und in der nächsten. What? Viertes Case oder was? M9 Bayonett, Marble Fate? Marble Fate? What the fuck? Vierte oder fünfte Case jetzt? Ein M9 Bayonett Marble Fade. Alter, das ist krass. What the fuck? Wo haben wir's? Ja, nervt mich. Alter, ist das geil. Fabrik neu. Ist das geil. Gibt's hier auf dem Community Markt? Na komm, lad. Ah, gehen für 360 Euro weg. Nice. Da müssen wir jetzt direkt weitermachen. Wir haben bestimmt Glück. P250. Oh, ein Marble Fade. Nein, nein, Negev. Alter, auf das Marble Fade komme ich jetzt gerade nicht klar. Machen wir erstmal ein Trade-Up. Bisschen Inventory clean. CZ Pole Position. Ja, noch ein Aufgabenvertrag. Vielleicht kriegen wir hier was Cooles raus. Die CZ ist ja ganz cool, aber. Ja, jetzt Warmgut. So, können keinen Trade-Up machen, dann machen wir weiter auf. Armor Core nochmal. So, next case. Ein P250. Bei dem Typ letztes Mal Knife, diesmal eins, kommt jetzt nur noch blau. Wieder P250. Da kann nichts Gutes jetzt mehr kommen. Negev. Den ballern wir die jetzt auch schnell durch. Da war die Neon Rider. Immerhin wäre es ein rotes Skin gewesen. Aber so viel Glück haben wir nicht. Noch ein Leader Skin. Noch ein Lila-Skin direkt hinterher. Können wir auch den Trade-Up machen. Haben genug. Die Dual-Riders können wir natürlich nicht reinnehmen. Die möchte ich spielen. 10 Gegenstände. Und wir bekommen die Galil Echo. Ja. Oh, ein AWP Star-Trek Warmer, immerhin. Und weiter geht's. Max 7, das war jetzt, ich glaube, der vierte Lila-Skin hintereinander. Noch ein Negev Manowar. Ein Desert Eagle. Eine Negev? Ja, Negev. Negevs. Negevs braucht das dann. Eine abgesägt. Die erste Leute. What? Was ist hier los? Karabits Deadrick Tiger Tooth. What the fuck? Darauf komme ich jetzt egal. Das muss ich erstmal fotografieren. Alter. Wo ist er? Wo ist ein guter Kumpel, der spielt das Knife? Ah, nicht in den Lobby einladen. Ich muss ihm das schreiben. Wo ist er? Unten war da. Alter, zwei Knives. Gucken, was der zurückschreibt. Ein Karambit Statrack Tiger Tooth. Welche Condition hat es? Auf Fabrik neu. What the fuck? Alter, das muss ich ihm schreiben, ey. Tiger Tooth, Karambit, FN. Ist das Statrack? Statrack, ja, natürlich, ey. Oh, fuck. Was geht hier ab? Er schreibt erstmal was. Das frage ich mich gerade auch. 18 Kisten noch. Alter, ist das krass. Das heißt, in den 20 Kisten zwei Knives, zwei richtig dicke Knives. Und jetzt noch ein Elite-Bild. Leute, darauf komme ich nicht gleich. Ich mache jetzt die anderen noch schneller auf nebenbei und. Boah, das ist hier krass. Vielleicht kommt jetzt noch ein drittes. Aber das glaube ich nicht. So viel Luck haben wir nicht. Zwei Knives in diesen Cases. Noch ein MP7 Armor Core. UMP45. Oh, jetzt sind es auch bald gleich auf. 10 Stück noch, 9 noch. AWP Bombgott. Irgendwie jetzt. Abgesägte Schrotflinte. Checkpot. Nee, ich habe keinen Checkpot. Machen wir die noch auf. AK-47 die Bild. Ich glaube, gleich zurück. 6 Kisten noch. MP7 Armor Core nochmal. Ja, jetzt kommt nichts mehr.
Das ist so glücklich, dass jetzt die nächsten wahrscheinlich halbe Jahr keine Kiste aufmachen, bevor ich wieder Knife ziehe. Das ist nicht wahr. Zwei Knives. Wie fett ist das denn? Ja komm, zwei Kisten. Lass mich die aufmachen. Max 7 noch. Ja, ich war zu langsam. Oh, noch eine AP Static Bomb. Auch nicht so schlecht. MP7 Armor Core. Nein, Case ist auch gemacht. Also ihr Leute, ich bin völlig fertig. Ich mache jetzt noch den Aufwertungsvertrag. Er schreibt erstmal was. Ja, ey, Leute, könnt ihr das glauben? Hier ist so krass noch ein CZ. Erstmal, wo sind die Knives? Ein Aufwertungsvertrag. Ein Inventory gehen. Die ganzen blauen Skins, sehen wir klar, dass wir die auch mit dabei zu. Du elende Lacker. So, wo sind die Knives? Qualität. Error. Das packt doch gerade rum. Da sind sie. Wir haben das. Boah, da ist das. Das Kar mit Star Trek Tiger Tooth. Und das M9 Bayonet. Beide fabrik neu. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.